ist der Verkehrsunfall, den ich auf dem Weg von Arbeit nach Hause erleide, dann kein Arbeitsunfall im Sinne der gesetzlichen Unfallvorschriften, wenn ich eine andere Straße benutze? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, am 21. März 2021 gegen 10 Uhr hat es eine mündliche Verhandlung beim Bundessozialgericht gegeben, und zwar in einer Rechtssache B2U 17/21R. Ich gucke gerade auf den anderen Bildschirm, ich zeige Ihnen gleich die Terminsvorschau. Was ist passiert? In der Terminsvorschau hat die beklagte Unfallversicherung die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichtes, wo sie verloren hat, wieder zurückgezogen. Es gab also einen richterlichen Hinweis des Bundessozialgerichtes und die Berufsgenossenschaft wollte kein schriftliches Urteil haben. Das heißt also im Ergebnis, ich erkläre dann auch gleich, um was es in dem Fall gegangen ist, im Ergebnis hat die Klägerin hier Recht bekommen, denn das Urteil des Landessozialgerichtes wurde durch die Rücknahme der Berufung sozusagen wieder hinfällig und das Urteil des Sozialgerichtes so für die Klägerin damit sozusagen rechtskräftig. Was ist passiert? Zeige ich Ihnen gleich. Die Klägerin war bei der Furtwerke GmbH in St. Louis beschäftigt und am Unfalltag fuhr sie nach Ende ihrer Arbeitszeit, so die Feststellung des Landessozialgerichts, auf dem Weg nach Hause mit ihrem Pkw von der A620 an der Abfahrt Wellerfangen ab und ist dort in das Gewerbegebiet gefahren und hat dort eingekauft. Und nachdem sie eingekauft hatte, oder nachdem der Einkauf beendet war, ist sie dann über die Schillerstraße in die Fasanenallee parallel zur A620 damit auf der B405 nach Hause gefahren. Also das heißt, sie hat die Parallelstraße B405 genutzt und ist parallel zur A620 nach Hause gefahren. Und wie das der Zufall so wollte, hat sie dann sozusagen auf der B405 einen Unfall erlitten und hat sich Verletzungen zugezogen. Das ist natürlich alles sehr, sehr doof, ist völlig klar. Und die beklagte Berufsgenossenschaft hat die Anerkennung des Unfalls abgelehnt, weil die Klägerin nicht wie üblicherweise auf der A620 gefahren ist, sondern auf der B405. Es ging also hier nicht um die Frage, dass sie zwischenzeitlich auf dem Abweg Richtung nicht versicherten Einkauf war, sondern sie hat sich sozusagen wieder in Richtung nach Hause bewegt. Und da ist der Verkehrsunfall passiert. Und das Sozialgericht hat dann, nachdem die Klägerin hier gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid der Berufsgenossenschaft Klage eingereicht hat, zu ihren Gunsten festgestellt und hat gesagt, dass es sich bei dem Verkehrsunfall um einen Arbeitsunfall handelt. Die Klägerin habe sich im Zeitpunkt des Unfalls auf einen unmittelbaren und direkten Heimweg befunden. Und jetzt kam es, dass das Landessozialgericht genau dieses Urteil wieder aufgehoben hat und der beklagten Unfallversicherung Recht gegeben hat. Und die Klägerin ist natürlich dann dagegen vorgegangen und in die Revision und hat hier materielles Recht gerügt. Und ganz interessant ist, dann kommt es zum Terminsbericht. Also normalerweise steht dann hier, Sie sehen das, wo meine Maus ist, steht dann hier meistens immer, das BSG hat wie folgt entschieden. Nein, die Beklagte hat ihre Berufung gegen das zusprechende Urteil des Sozialgerichts zurückgezogen. Das heißt also, die Beklagte war hier die Berufsgenossenschaft, die hat ihre Berufung gegen das obsiegende Urteil zugunsten der Klägerin zurückgezogen. Damit ist das Urteil des Sozialgerichtes rechtskräftig und dieses Sozialgericht hat richtigerweise, wahrscheinlich auch in Ansehung der ständigen Rechtsprechung des BSG hier verurteilt und hat gesagt, dass sehr wohl ein Arbeitsunfall vorliegt und die Beklagte hier entsprechend die Feststellung zu leisten hat und die Klägerin sich eben nicht auf einen unversicherten Abweg befunden hat, sondern sich im direkten Weg
Hause befunden hat, wo der Arbeitsunfall, also wo der Verkehrsunfall passiert ist. Ja, also das war mal wieder eine Entscheidung des Zweiten Senats des BSG vom 21.03.2024. Ich finde eine wichtige Entscheidung. Ich finde auch für die Rechtspraxis sehr, sehr wichtig. Und deshalb lohnt es sich auch mal, über ein solches Thema hier auf unserem YouTube-Kanal von rentenbescheid24.de zu berichten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und ein frohes Osterfest. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.